keinen Hund bei uns in Hamburg und seine Bilder hängen vorzugsweise in Bonn. Der Promi-Maler Davut Rustay. Er hat zum Beispiel Hans-Dietrich Genscher porträtiert und dem ehemaligen Außenminister das Bild persönlich in Bonn überreicht. Da hängt auch der von ihm gemalte Bundeskanzler, Titel Vater der Einheit. Jetzt malt er gerade eine wunderschöne Frau, keine Politikerin, sondern eine echte Prinzessin, Caroline von Monaco. Auch dieses Bild will er persönlich übergeben. Peter Wüst über den Promi-Maler aus Altona. Gut verpackt im Kofferraum von Hamburg an den Rhein. Vorsichtig hat Manager Nuri das Kunstwerk fest unter seinen Arm geklemmt, trägt es zum großen Auftritt beim ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher in Bonn. In dessen Büro hat Davut Rustay dann das Geschenk auf einer Staffelei drapiert, erklärt sein Werk, dem er den Namen Lebenslaufporträt gegeben hat. Sie haben die Augen gut getroffen. Das Gemälde, angelegt wie ein Kreislauf um Genschers Porträt, hat dessen wichtigste Stationen markiert. Links oben Halle, wo Genscher geboren ist. Rechts daneben das Brandenburger Tor, Symbol für die deutsch-deutsche Wiedervereinigung, um die sich Genscher verdient gemacht hat. Herr Genscher spielt eine große Rolle in Wiedervereinigung in Deutschland, deswegen, also ich habe von Ihnen.